Willkommen, liebe Freunde, zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind heute nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Montag. Ich habe in der letzten Folge einen kleinen Fehler gehabt und habe Mittwoch gesagt. Es ist aber Montag und wir befinden uns hier in unserem Let's Play von Rise of the Tomb Raider und sind hier auch gerade mal am Durchforsten des Waldes. Muss nur ganz kurz schauen. Ich habe nämlich beim letzten Mal habe ich mich verletzt, indem ich etwas explodieren habe lassen, das ein bisschen zu nah an mir dran war. Aber das ist kein Problem, absolut kein Problem. Ich muss jetzt versuchen. Wohin muss ich denn kommen? Hä, da war ich doch gerade. Würdest du mich verarschen? Hä, wollen Sie mich verarschen? Ja. Ne, okay, da war ich doch nicht. Okay. Hat sich erledigt. Oh, mit Pfeilen lassen sich... Ah, das hätte ich vielleicht so machen sollen. Ja, warum sagt mir das niemand, hä? Erklärt mir das mal. Okay. Ja, ich gehe da mal kurz runter. Hi, Bro. Zack, dankeschön. Hat dir gar nicht wehgetan, alles gut. Da komme ich rauf, oder? Da komme ich natürlich nicht rauf. Dann muss ich halt wieder den Weg hier nehmen. So. Zack. Und da war der Bär. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich bin da sehr oft gestorben. Deswegen war die Folge auch etwas länger. Verdammt, er ist noch da. Wie kann ich denn die Munition ändern? Ich will die Muni ändern. Ja? Hä? Ich hoffe, ich habe sie genommen. Where are you? Mommy. Shit happens. Wo bist du? Du traust dich aber was mit mir, ne? Sich mit mir anlegen, ne? So, nimm den Stoff. Ich habe seine Höhle entdeckt und ich gehe auch noch rein. Zu eng zu kämpfen. Ich locke ihn raus. Shit happens! What the fuck? Raus, Lara! Raus! Fuck! Ha! Mann! Leave me alone! Leave me alone, asshole! Scheiße! Wow! Fuck! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Ich werde immer noch sterben! In den Arsch! In die Fresse! Wow! Der hat mich erwischt! Fuck! Lauf! Lauf, Lara! Er muss mich nur noch einmal erwischen, ich bin down! Wow! Oh nein. Oh nein. Wow! Lass mich doch leben, Digga! Wow! Ich bin tot. Oder? Oh mein Gott, ich lauf! Lauf! Lara! Oh fuck! Spring! Wie soll ich das denn jemals schaffen, Alter? Nee, ist nicht möglich. Wie soll das denn gehen, Alter? Hä? Ich hab nicht einmal mit Giftpfeilen geschossen. Prima. Prima. Also mach ich's nochmal, meine liebe Freunde. Ich gehe da nach hinten. Hol mir da ganz kurz mal über Pfeilchen. Und hab jetzt nur noch einen Giftpfeil.
Was wahrscheinlich zu wenig sein wird. Aber wir probieren es einfach mal aus, ne? So. Ich kann's ja. Ihr kennt mich ja. Ups. Wow! Wofür kriegst du Zeit, Mann? Was soll ich denn jetzt anstellen, verdammte Scheiße? Mann! Mann, hör doch auf, da reinzulaufen, du Bastard! Oder ist es auch gut so, ne? Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich für die Scheiße brauche. Wo bist du? Noch einen! Fuck, Alter. So, her mit dem Fell hier. Mit deinem scheiß Bärenfell, Alter. So. Yes, ich hab ein Bärenfell, Junge. Hä, was sagst du jetzt? Hä, jetzt lachst du nicht mehr so. Was ist mit dir? Dich heute ja auch noch. Auch wenn der Bär dich schon aufgefuttert hat, ich häute dich einfach mal. Da ist eine Kiste drin. Stemm die Scheiße mal auf. Ja, komm, stemm sie auf. So, was ist drin? Neue Ausrüstung. Halbautomatische Pistole. Nice. Oh mein Gott, stemmen Sie Drohnen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Ich habe einen Teil einer halbautomatischen Pistole gefunden. Gut, und da liegt dann noch irgendwas wahrscheinlich, was wieder gelesen wird, nehme ich mal an. Ja. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ja, Pech gehabt, ne? Die verraten halt nichts. So. Da ist eine Wand, die bröckelt. Gib ihr. Nochmal und ein drittes Mal, wie bei jeder Wand. So, und jetzt schauen wir mal, was sich hinter dieser Wand verbirgt. Da geht's nämlich tiefer rein in die Höhle. Ausgefeilte Pläne. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren der verlorenen Stadt. Lol. Na dann runter mit uns. Wuhu! Das war geil. Das war grenzgenial. Gut, dann gehen wir da weiter runter. So, langsam. Ja, da wird's echt kalt. Glaube ich dir. Ach du Scheiße. Na dann hoch. Hoch. Boah, yo. Benutzt das Lager. So, jetzt pass auf. Wir haben wieder eine neue Fähigkeit erhalten. Dieses Mal aber... am besten was zum Kämpfen natürlich. Mit weniger Schaden durch Beschuss und Nahkampfangriffe. Ja, komm. Da nehmen wir den schönen Verbesserungsvorschlag. Was haben wir hier? Waffen. Ich kann meine Waffe verbessern? Ja, kann ich. Gewickelte Sehne, die um den Knockpunkt mit Leder umwickelte Bogensehne reduziert die Fingerspannung für zusätzliche Halterzeit. Ja, komm, gib her einfach. Ist okay, nehme ich doch einfach. Ne? Warum nicht? Ne? Wenn es uns schon angeboten wird, machen wir das sowieso. Ich habe einen Zielort verfügbar, den will ich aber nicht nehmen. Denn wir benutzen hier erstmal alles, was wir hier finden. Federn und wieder so Magnesiterz. Warte, da unten ist was. That's something I need. Don't go.
EP-Punkte. Weil irgendeine Pflanze, irgendeine Heilpflanze habe ich wieder bekommen. So, und dann laufen wir da mal rüber. Ich meine, ich glaube, kommt, dass da noch was drin ist irgendwo, ne? Nee, okay, passt. Dann sind wir schon mal am richtigen Weg. Was ist da unten? Da ist gar nichts, okay. Finden Sie den naheliegenden Eingang. Hey. Jump, nicht sterben, Junge. Wow. Okay, Entschuldigung, Mädchen. Politisch ko... Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ein Schiff! What? Ja, Peter Pan halt, ne? Neverland! Nice! Ja, was mache ich jetzt? What? Oh, nice! Jump runter! Tot! Ich habe keine Ahnung, ich wollte mal ausprobieren, ob da unten vielleicht Wasser ist oder so. Vielleicht habe ich nur nicht gesehen, so Grafikbug oder so. Aber nein, bin gestorben, ist halt auch passiert. Ach, da geht's weiter rauf, ne? Sag mir das doch. Wow. Da hätte ich vielleicht zuerst schauen können, ne? Wäre vielleicht ein bisschen logischer gewesen. Ja, komm, dann gehen wir da rauf. Servus. Jo, grüß dich. So. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Wertvolle Belohnungen zu erhalten, muss ich hier die Sprache wieder lernen. Ey, das ist Wahnsinn. Wie viele Sprachen kannst du denn, Lara? Boah, das Schiff ist grenzgenial. Schiffchen! Ich mach einen Screenshot, Junge. Ja, ich hab einen Screenshot! Noch einen. So. Vielleicht kann ich das hier als Thumbnail benutzen. Wäre vielleicht mal was. Da ist eine Wand, auf die ich wieder raufkraxeln kann. Aber zuerst durchsuche ich mal das hier. Da ist ein Skelett einfach mal. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Wunderschön. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Okay, ja, toll. Toll. Okay, nice. Ist auf jeden Fall wirklich eine schöne Brosche. Auf der Vorderseite vor allem, ne? Was habe ich gedrückt? Ich bin so ein gescheiter Mensch. Tralala, 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 trilala. Hops, das sah. So. Da ist ein Toter. Ein Töter, Untoter. Erfroren im Mais. Und Jump! Woo! Nice. Ich habe doch vorhin gerade schon Pfeile hergestellt. Ich brauche das nicht nochmal. Und zack! Hey, what's up? Ey, ohne Witz, ich mag die Atmosphäre von dem Spiel. Ich mag sie so sehr, ich weiß nicht, mir gefällt es so richtig. Wow, da liegt was. Münzen! Nice. Mir gefällt das Spiel so sehr. Habe ich nicht gerade welche hergestellt? Wollt ihr mich eigentlich verarschen, ihr... Ach, egal. Okay, durchtauchen, komm. Alter, tauch doch unter, verdammt nochmal. Dankeschön. Schneller, schwimmen. Ach du Scheiße, ich hätte vielleicht schneller und früher Umschalt drücken sollen. Hoch, hoch mit dir. Oh, ich dachte schon, du saufst mir jetzt, Alter. Was haben wir hier? Wieder was zum Lesen, nice. Na dann, lese mal vor. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. So gehört sich das auch, jede Sprache wie seine Muttersprache zu sprechen. Leute, das war's für Rise of the Tomb Raider heute an dem Montag. Ja, ja. Dieses Mal wirklich am Mittwoch, das nächste, der nächste Part hier von diesem Let's Play. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns, euer Discardio. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und natürlich auch Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, was ihr wollt, ne? Bis zum nächsten Mal, euer Discardio. Ciao.